Seine Enthüllungen schockten die ganze Welt. Lange galt die Angst vor Überwachung im Internet als übertrieben. Was einige bereits seit längerer Zeit befürchtet hatten, wurde von ihm nun vor einigen Jahren bestätigt. Es geht um die Enthüllungen von Edward Snowden rund um die Massenüberwachung von NSA, CIA und anderen internationalen Geheimdiensten, unter anderem des englischen, des britischen Geheimdienstes, MI6 war das, glaube ich, oder zumindest des britischen Auslandsgeheimdienstes, aber auch des Bundesnachrichtendienstes, und die durch einen Guardian-Bericht am 6. Juni 2013 öffentlich wurden. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, in dem ich heute Edward Snowdens Buch Permanent Record besprechen möchte. Kurz zu Edward Snowden. Edward Snowden wurde 1983 in Elizabeth City, North Carolina geboren, ist im Schatten des NSA-Hauptquartiers Fort Meade in Maryland aufgewachsen, arbeitete für die NSA und CIA als ausgebildeter Systemingenieur, ist für den Dienst an mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden, unter anderem den alternativen Nobelpreis, den Right Livelihood Award, um nur einen zu nennen. Aber er hat auch noch weitere bekommen. Und wird in den USA als Repair-Haftbefehl gesucht. Kurz zum Inhalt des Buches, ganz allgemeine Bemerkung, bevor es inhaltlich losgeht. Die US-Geheimdienste können vermutlich herausfinden, wann ihr das letzte Mal telefoniert habt, auch mit wem, wie lange etc., welche E-Mails ihr versendet habt, an wen, mit wem ihr zuletzt per E-Mail Kontakt hattet oder mit welchen Freundinnen oder Freundinnen ihr was geschrieben habt. Aber auch, dass ihr vermutlich jetzt gerade das Video hier schaut oder auch andere Videos von mir oder anderen YouTube-Kollegen euch angeschaut habt. Das Buch ist in drei Teile aufgeteilt: Kindheit, Jugend, Zeit bei der NSA und der CIA und die Phase von der Entscheidung bis hin zum Akt des Whistleblowing in Hongkong, in einem Hotelzimmer. Der erste Teil erzählt von einer recht behüteten Kindheit und Jugend im Schatten der NSA. Das Internet und die PC-Welt waren für Edward Snowden doch sehr spannend und sehr fesselnd. Teilweise spannender als die Schule, fesselnder als die Schule, einfach weil es zu der Zeit auch was Neues war. Internet und PC kamen und PCs und Computer kamen in den 80ern, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gerade so auf den Markt. Und es wird auch zugleich die Technikbegeisterung, oder klar, dass in dieser Zeit Edward Snowdens Begeisterung für die Technik mit ihren Herausforderungen, zum Beispiel bei Reparaturen, zumindest als kleines Kind, so im Alter von 5, vielleicht 6 Jahren, 7 Jahren, welche Herausforderungen da auch sind. Der erste Teil ist vor allem ein autobiografischer Bericht über die Familie, über das Familienleben, über die Scheidung der Eltern, der Rückzug, die Schulausbildung, dass Edward Snowden, es wird klar, dass Edward Snowden eigentlich nicht gerne zur Schule gegangen ist, Mühe hatte, zur Schule zu gehen, und genau. Dieser autobiografische Bericht im ersten Teil beschreibt Probleme in der Schule etc., aber auch die Laufbahn der eigenen Familie im Dienst des Staates, im Dienste der Nation. Die Eltern waren beide im Staatsdienst, waren beide Staatsbeamte. Der Vater war bei der Coast Guard, bei der Küstenwache tätig. Die Mutter war irgendwo bei der NSA, bei der CIA tätig, in diesem Fort Meade auf jeden Fall. Gleichzeitig wird auch die erste Liebe von Edward Snowden dargestellt. Die Gefühle rund um 9/11, was er da alles erlebt hat, genau. Dann wird sozusagen im zweiten Teil die direkte Zeit bei der NSA bzw. bei der CIA dargestellt, wie
verschiedene Stationen, also mit verschiedenen Stationen auf der Karriereleiter, wie Edward Snowden weltweit tätig war. Das reicht von einer Beschäftigung in Tokio, aber auch in Genf, bei verschiedenen Scheinfirmen im Ausland, als Systemingenieur, als Systemadministrator, als jemand, der für die NSA zumindest indirekt arbeitet, weil direkt kein Budget da ist. Und es wird in diesem zweiten Teil vor allem auch viele Einblicke in die Arbeit der CIA und der NSA gegeben. Es werden auch die aufkommenden ersten Zweifel in dem Buch, oder in dem zweiten Teil geschildert. So nach dem Motto, hey, ich habe hier Einblicke, habe die höchste Sicherheitseinstufung bei der NSA geblieben. Und mache ich denn überhaupt hier richtig, das, was ich hier mache, ist das denn überhaupt richtig? Kann ich das denn moralisch überhaupt vertreten? Und genau, dann im dritten Teil des Buches werde ich sozusagen die Phase von der Entscheidung des Datensammelns bis hin zum bis hin zum Whistleblowing selber, was da geschildert wird, der Recherchebeginn ist auf Hawaii in einem Tunnel, in einem geheimen, unter einem Maisfeld. Es werden die konkreten Schilderungen und es werden die konkreten Vorbereitungen aus Whistleblowing geschildert, die mit einem Akt des Lesens und Zusammenstellens der Dokumente nach einem ersten banalen Verdacht beginnen, nämlich bei der Vorbereitung. Dieser erste banale Verdacht kommt bei einer Vorbereitung eines Vortrags über Chinas Fähigkeiten, die amerikanischen Agenten elektronisch zu verfolgen. Das geht im Internet mit Suchanfragen oder mit der Nachverfolgung von Suchanfragen. Und es gab gar keinen konkreten Punkt, wo es hieß, so kommt es zumindest in dem Buch hervor, dass dann und dann beginne ich mit der Recherche. Das war eher so ein schleichender Prozess. Es gab also, wie gesagt, keinen konkreten Verdacht. Und gleichzeitig wird auch von den Gewissensbissen Edward Snowdens erzählt, ist das richtig, was ich hier mache? Was passiert, wenn es schief geht? Wie nehme ich Kontakt mit Journalisten aus? Mit welchen Journalisten und mit welchen Dokumentarfilmern nehme ich Kontakt auf? Soll ich das überhaupt? Oder soll ich das eher über WikiLeaks und Julian Assange? Ja, 2010, 2012, glaube ich, aufgeflogen ist oder bekannt geworden ist. Soll ich darüber gehen und all diese Entscheidungen, Gewissensbisse, der Druck, unter dem Edward Snowden stand, werden alles spannend geschildert, wie ich finde. Gleichzeitig wird auch die Flucht aus Hawaii, die sehr kurzfristig war, über Hongkong und Russland eigentlich nach Ecuador gehen sollte, über Hongkong, Russland, Moskau, nach Südamerika gehen. Was dann allerdings bis Russland nur kam, bis Moskau. Und es wird auch von den Tagen in Hongkong und im Exil in Russland mit allen Gefühlen berichtet, allen in der Zusammenstellung eines Teams vor Ort in China, in Russland und darüber wird erzählt. Und ganz allgemein wird in dem Buch die Entwicklung des Internets von den Anfängen bis heute erzählt und die Entwicklung nachgezeichnet, auch der jüngeren amerikanischen Geschichte vor und nach 9/11 und sozusagen der Entwicklung zu einem Überwachungsstaat, zu einem Sicherheitsstaat nach dem 11. September. Gleichzeitig wird das Rechts- und Überwachungssystem der USA, aber auch der großen Geheimdienste Australien, England etc. Erzählt und nachvollzogen. Zentrales Gut des Dokumentenschmuggels war laut Edward Snowden einerseits ein kleiner
Zauberwürfel, so ein Rubik's Cube, aber auch Mini-SD-Karten bzw. SD-Karten, die er sozusagen, auf die er nach und nach die Dokumente kopiert hat und die dann irgendwie mit einem speziellen Verschlüsselungscode ja, entschlüsselt hat oder verschlüsselt hat als Schutz. Und er hat sich halt auch darüber Gedanken gemacht, wie er die Dokumente aus diesem Tunnel in Hawaii aus dieser NSA-CIA-Anlage herausbekommt. Er hat sich Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn ich erwischt werde oder doch erwischt werde. Und laut Snowden ist der zentrale Schutz gegen Überwachung im Internet online sozusagen die Verschlüsselung von Daten, die danach die Entwicklung der Verschlüsselungstechniken und Möglichkeit, die nach 2013 einen erheblichen Fortschritt gemacht haben. Und genau, komme ich jetzt einmal zum Fazit des Buches. Das ist ein Buch über die Gründe des Whistleblowings, wie ich finde. Also warum hat Edward Snowden gehandelt, wie er gehandelt hat. Es ist eine Art Plädoyer für mehr Privatsphäre im Internet und mehr digitale oder mehr Selbstverteidigung im digitalen Zeitalter online, für mehr Online-Selbstverteidigung gegen die sich immer weiter ausbreitende Massenüberwachung, sei es online durch Programme, durch Massenüberwachungsprogramme, wie jetzt die NSA und die CIA das gemacht haben, aber auch sozusagen in der Offline-Welt durch zunehmende Kameraüberwachung an öffentlichen Plätzen, in der Öffentlichkeit. China ist da ja ein ganz krasses Beispiel. Die haben da mal einen Spiegelbericht gesehen. Verlinke ich euch auch mal irgendwo hier oben oder hier unten, wenn ich dran denke, beim Schnitt oder beim Hochladen. Die da ja alle 50, 100 Meter Kameras haben. Und genau. Es ist auch eine Art Bitte um Verständnis für das Handeln, wie es geschehen ist, aber auch für Entscheidungen, die gefallen sind während des Prozesses des Whistleblowings und des Datensammelns. Und das Buch zeigt auch nach, wie die Daten gesammelt wurden. Oder zeichnet auch nach, wie die Daten gesammelt wurden über ein speziell geschriebenes Programm, das sozusagen Edward Snowden ermöglicht hat, unter einem Vorwand, nämlich sozusagen unter einem Vorwand der Zusammenführung von Daten innerhalb des Geheimdienstes oder der Geheimdienste für den einzelnen Agenten, so die wichtigsten Dokumente, das so zu sammeln. Und ja, das Buch ist gleichzeitig eine Botschaft, oder das Buch hat gleichzeitig auch noch eine Botschaft, nämlich, dass jeder kann sich gegen Überwachung im Internet schützen, trotz unterschiedlicher nationaler Rechtskodizes und Rechtscodes, denn so Snowden, der Internetcode ist, egal ob in den USA, ob in Europa, in Deutschland, in Frankreich, in Italien, in England, aber oder auch in Kanada oder in China oder wo auch immer, auf allen Kontinenten ist der Code des Internets und sind die Internetkodizes eigentlich immer gleich. Genau, das soll es jetzt auch schon wieder gewesen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen, wie gesagt, schönen Freitag, einen schönen Tag. Vergesst nicht zu abonnieren, zu kommentieren und noch eine Bewertung dazu lassen. Das würde mich riesig freuen. Ich sage tschüss, bis dann. Haut rein, schönes Wochenende und bis dahin. Ciao.